Ja, hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Angelika und es geht wieder um Sloan's Elite TI. Ich zeige euch heute, wie man die Overlays konfiguriert. Ja, was sind Overlays überhaupt? Zum Beispiel hier die Wassertemperatur und die Tiefe, die uns angezeigt wird. Und wie man das konfiguriert, das zeige ich euch jetzt. Ich klicke jetzt erst einmal auf den Power-Button, um in unser Quick-Menü zu kommen. Und dann steht hier Overlay-Daten. Ich kann sie hier an- und ausschalten, also dass sie mir eingeblendet werden oder auch nicht. Und wenn ich auf rechts daneben Edit Overlays gehe, und schon seht ihr hier oben, ist die Tiefe blau umrahmt. Was kann ich jetzt einstellen? Ich gehe jetzt hier auf Konfigurieren und schon kann ich sagen, ich möchte oben angefangen vom Typ her digital oder analog. Bei analog kriegt ihr jetzt hier zum Beispiel eine Uhr angezeigt, digital kriegt ihr die Zahl angezeigt. Die Größe kann ich bestimmen auf XS, also ganz klein. Klein, Medium, Groß und XL. Jetzt kann ich noch sagen, dass das Ganze einen Rahmen bekommt. So wird das Ganze schwarz umrandet, damit man es besser erkennt. Mit Bezeichnung ist hier oben die Angabe Tiefe zum Beispiel gemeint. Klicke ich das weg, wird mir nur noch die Zahl und Fuß oder Meter dahinter angezeigt. Invertiere bedeutet eigentlich nur, dass das Ganze wirklich auch in Schwarz bleibt. Wenn ich da draufklicke, wird es mir in Grau angezeigt, Schwarz ist wesentlich besser erkennbar. Das war aber jetzt noch nicht alles. Ich kann mir jetzt die Tiefe dahin im Bildschirm verschieben, wo ich sie haben möchte. Es empfiehlt sich natürlich, das Ganze oben links zu platzieren, da von rechts das Bild reinkommt. Und kann dann auch einfach durch das Tippen auf die Wassertemperatur zum Beispiel direkt mit den nächsten weitermachen. Jetzt kann ich mir aber noch verschiedene Sachen hinzufügen. Wenn ich auf Hinzufügen klicke, kommt ihr in das große Menü und hier werden verschiedenste Sachen angezeigt. Von GPS über Höhe, Kurs über Grund, Position, Navigation, Sonar und sogar die Zeit. Da einfach wirklich mal durchscrollen und gucken, was es gibt, was für euch von Nutzen ist. Einfach wieder auf X klicken, mir das Ganze wieder konfigurieren. Dann auf Speichern klicken und schon bin ich fertig. Die Overlays könnt ihr auch im Double Screen, Dreifach Screen einfach so einstellen und hin und her schieben, wie ihr es haben möchtet. Hier einfach ein bisschen rumprobieren und gucken, was euch zusagt und wie es euch am besten gefällt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Hier ist die Playlist über das Sloan's Elite TI eingeblendet. Lasst mir doch ein Abo da. Bis dahin, euer Daniel.